Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike von Computer Systems for You. Es wird Zeit, eine Rubrik hier einzuführen. Und zwar, ich weiß nicht, wie nennen wir die denn am besten? Aktien ohne Ende? Ich muss mir noch irgendeinen Namen überlegen. Ja, es geht mir um Folgendes. Ich bin ja, wie die meisten wissen, seit dem Anfang des Jahres 2024, seit 01.01.2024, bin ich in der Kleinunternehmerregelung, in der KUR von Österreich angesiedelt. Das heißt, Kleinunternehmer heißt, ich darf bis etwa 60.000 Euro umsetzen, also Einkauf, Verkauf, wenn man so möchte, addiert. Und ich darf nicht über 60.000 Euro in dem Bereich kommen. Die Sache ist, ich brauche dafür keine Steuer mehr zahlen, aber ich darf auch keine Steuer einfordern. Das heißt, wenn ich was einkaufe für mich selber, muss ich den vollen Bruttobetrag zahlen, wie jeder andere Privatkunde auch. Wenn ich für jemanden etwas einkaufe, kaufe ich das Brutto ein, schlage meinen Aufschlag darauf und verkaufe es entsprechend weiter. Soweit so unspektakulär. Also jeder, wie wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, bekommst du einen Zettel mit Nettopreisen, da steht dann Steuer drauf und ganz unten steht drauf, Bruttozahlbetrag. So ist es bei mir auch. Habe ich bisher immer auch so gemacht. Also das war jetzt 10 oder 11 Jahre lang so. 13 Jahre sogar. 13 Jahre habe ich mit Steuer fakturiert, also meine Rechnung ausgestellt. Jetzt habe ich seit kurzem ein Problem mit einem Firmeninhaber. Er ist aus eigener Aussage nach österreichisch staatlich geprüfter Finanzbuchhalter. Bitte nicht steinigen, ich glaube, das hat gestimmt. Er müsste sich super auskennen. Gut, er ist seit 20, vielleicht 30 Jahren Inhaber eines Autohauses, wie dem auch sei. Der müsste sich steuerlich voll auskennen. Und der fährt mir drüber, er kann jetzt meine Rechnungen, weil ich stelle Rechnungen aus ohne angeführte Steuer, kann er nicht mehr in seine Buchhaltung reinbringen. Jetzt kriegt er die Steuer nicht zurück. Das muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Wie funktioniert das mit der Steuer, wenn ich jetzt als Unternehmer einer anderen Unternehmung etwas verkaufe? Und das ist nicht das Artikel zum Weiterverkauf bestimmt, sondern als Ausstattung zum Beispiel fürs Büro oder wenn was kaputt geht für eine Reparatur. Ich stelle eine Nettorechnung plus die Steuer und mir zahlt der Endkunde genauso wie jetzt auch die Summe inklusive Steuer an mich. Im Unterschied zu jetzt zu mir, wo ich nur einen Bruttobetrag habe, also den Endbetrag der Rechnung und keinen Bruttobetrag mit Netto und Steuer, ist es jetzt aber so, dass er normalerweise der Rechnungsempfänger, die Firma könnte jetzt sagen, ich nehme die Steuer und die möchte ich sofort mit Anfragen wieder zurückfordern vom Finanzamt. Da kriegt er das sofort zurück, 20% bei uns in Österreich im Regelfall. Kann er bei mir nicht machen, weil er keine Steuer angeführt hat. Und offensichtlich meinte dieser Chef, dass er damit um 20% mindestens erstmal stirbt, weil er das Geld nicht bekommt. Ich wiederhole mich nochmal, staatlich geprüfter Finanzbuchhalter oder so. Jetzt ist es so, dass man einmal im Jahr wenigstens eine Bilanz in Österreich machen muss, wo eine Firma alle die Ein- und Ausgaben offenlegen muss, die ganzen Eigenkosten und so weiter, nennt sich Bilanzierung. Und da drinnen kann man angeschaffte Materialien per AFA, per Abschreibung, kann man das quasi auf Jahre reduzieren. Ich sage, ich habe hier eine Serveranlage für 10.000 Euro gekauft und ich schätze mal an, die lebt 10 Jahre, die Anlage, dann kann ich das durch 10 dividieren und jedes Jahr kriege ich ein Zehntel dieses Preises refundiert und das ist dann eine Ausgabe. Und kriegt dafür quasi eine Steuervergütung. Also ist für mich ein Aufwand, ich muss weniger Steuer zahlen. Bei meinen Sachen, ich habe kleine Sachen, wie zum Beispiel Switches, Router und so weiter, die kosten weit unter 800 Euro. 800 Euro ist in Österreich die GWG, die geringfügige Wirtschaftsgutgrenze. Das heißt, alles was darunter liegt, kannst du innerhalb von ersten Jahr zu 100% abschreiben. Du kriegst sofort das ganze Geld retour, komplett. Den kompletten Anschaffungspreis kannst du reinfügen oder reingeben als komplette Ausgaben. Das heißt, es wird dich steuerlich, ist das nur positiv dann im nachfolgenden Bereich. Also man kriegt die kompletten Steuersätze zurück. Würde ich jetzt eine Netto-Rechnung ausstellen, also eine reguläre Firma, kann ich den Nettopreis anfordern bei sowas, also als Ausgabe, weil ich ja schon 20% bekommen habe. Das heißt, ich habe die 80%, kann ich jetzt noch anfordern. In meinem Fall konnte die Steuer nicht anfordern, kriegt nicht 80% die Anforderung, sondern 100% der Warensumme. Das heißt, es nimmt sich überhaupt nichts. Ist null und nichtig. Das ist genau der gleiche Betrag über ein Jahr. Haben mir jetzt zwei Firmenchefs bestätigt, ein Firmencode und mein Steuerberater. Versteht offensichtlich jeder, selbst der was mit nichts zu tun gehabt hat bisher, außer eben der eine Firmenchef. Ist halt mal so. Ist so. Ja, Mike klagt sein Leid, ne? Das ist so eine Folge hier.
Das heißt, steuerlich hat er hier dadurch kein Problem. Er kann halt die Steuer nicht im ersten Monat gültig machen. Er kann sie aber bei der Abschreibung direkt im Regelfall bei kleineren Sachen sofort abziehen. Das gleiche bei Arbeitszeit. Das wird als kompletter Aufwand verbucht. Das heißt, man hat jemanden bezahlt, etwas zu machen, und das ist ein kompletter Aufwand. Und der reduziert meinen Gewinn, und der Gewinn wird versteuert bei uns in Österreich. Das heißt, es reduzieren auch meine Artikel und meine Arbeitszeit, reduzieren den Gewinn und damit auch die Steuerlast des Unternehmens. Das heißt, da verliert man jetzt nichts. Ob ich da jetzt 20% früher schon bekomme und nach 11 Monaten im schlimmsten Fall bei der Bilanz dann noch 80% zurückbekomme von dem Restwert oder direkt alles bekomme, in dem Sinn, also bekomme Anführungszeichen natürlich, ne? Also vom steuerlichen Wert. Ja, es macht scheinbar einen Unterschied. Es hat mir bisher auch der Steuerberater gesagt, es macht überhaupt keinen Unterschied. Keinen Cent Unterschied gibt's. In der Berechnungsbasis kann sein, wenn du was anlegst, dass du halt deine Zinsen verlierst. Okay, ja, leg mal 80 Euro an oder so. Okay, und dann schau, wie viel Geld das generiert, abzüglich der Käste und so weiter. Gut, auf was ich hinaus will, ist eigentlich erstmal das, dass der Kunde mir gesagt hat, ich bin so teuer, weil er von mir keine Steuer zurückbekommen kann. Das ist mal das Erste. Und er kauft sich ab sofort die Teile woanders. Es war so, seine Firma ist in mehrere Bereiche unterteilt und in seiner Annahmestelle, seine Kfz-Werkstätte, hat man das Problem, dass laufend das Gerät ausgefallen ist. Plus Telefonanlage ausgefallen, plus Zusatzgeräte wie ein Drucker zum Beispiel oder auch eine Bankomatanlage. Ging einfach nicht mehr. Ja, jetzt habe ich aus Goodwill einen Switch von mir aufgestellt, aber vorhin eine Fritzbox verbaut, 4040, in einem Mesh-Netzwerk für die technisch versierten Leute unter euch. Das heißt, von dem Hauptrouter, ebenfalls ein Fritz-Gerät, eine Fritzbox 6990 oder so, 6970, kann ich genau sagen, der war der Mesh-Master und der sagte an dem Nebengerät, okay, du strahlst bitte das WLAN so und so aus und alle, was reinkommen, sind ein großes Mesh. Das heißt, wenn ich mit dem Telefon durch die Gegend laufe, das mich nicht rauswürfelt. Ja, warum sage ich das alles? So, ich mal testweise das Gerät abgesteckt, habe das mitgenommen ins Büro, habe es mir angesteckt, habe es mal durchgemessen für einen Tag. Habe es laufen lassen mit Dauerping. Immer wieder mal hinpingen, bei mir im Haus, in den nächsten Punkt, wo ich hinkomme, mit IP-Nummer, mit DNS-Adresse und so weiter, um alles durchzutesten. Ja, die fällt immer wieder mal aus. Ist einfach so. Sag ich, okay, das Gerät hat irgendwo einen Fehler, das kann vorkommen. Ja, hat es damals von mir gehabt. Ja, Herstellergarantie 2 Jahre, wir sind jetzt auf 3 Jahre, sag ich, da, keine Chance, kriegt er von mir keine Garantie, das geht nicht, ich kriege keine Bilanz. Geht auch nicht, weil ich jetzt den Brutto-Netto in diesem Bruch habe. Ansonsten hätte ich selber zahlen müssen. Ja, jetzt habe ich ihm einen Ersatz-Switch hingestellt, der eigentlich für Firmen gedacht ist. Ein 20 oder ein 18 Port-Firmen-Switch für eine Server-Architektur. Das heißt, der hat Power über Ethernet drin. Der hat eine Stabilisator-Geschichte für Strom drinnen, intelligentes PoE, hatte ich schon erwähnt, ein ordentlicher Switch eben, der was wirklich für Serverstrukturen gedacht ist. Das ist so mein Notswitch gewesen, wenn nichts mehr anderes da ist, den habe ich immer lagernd. Wenn was ist, kann ich den kurzfristig anstecken, vorübergehend, damit die arbeiten können. Es war nie gedacht, dass das der Kunde kriegen soll. Im Endeffekt kommt man dann raus und stellt mal fest, schreibe ich dir noch nett eine Mail, sag ich, pass bitte auf den Switch auf, der kostet 190 Euro inklusive. Also leert bitte kein Wasser drüber und zerstört ihn nicht, trete da nicht drauf, schieße nicht ins Eck oder sonst was. Ich nehme den wieder zurück, das ist ein Leihgerät von mir, kostenfrei, kostenfrei. Nicht einen Tag ist ein Geld drauf, von mir kostenfrei, weil ich die Firma schon lange betreue. Ja, dann komme ich ein paar Tage später wieder rein, dann kriege ich erstmal eine Schelle, weil das Gerät kostet keine 190 Euro. Das kostet nämlich sehr viel weniger, weil ich will den Kunden übers Ohr hauen. Ich habe nie gesagt, dass ich den Kunden das verkaufen will. Ich hätte ihm eher so einen 5-Port-Switch, so einen 20-Port dahingestellt. Das heißt, es sind 4 Geräte, also Bankomatkasse, Computer, Drucker, so Minimaldinge. 5-Port-Verteiler fertig, PoE dazu wegen der Bankomatkasse. Das war's, ne? Aktiv, hurra, mehr ist es nicht. Ja, dann, das hätte gekostet um die 30 Euro, ja. Und dann schnauzt er mich an, erstens mal wegen der Rechnung, weil ich eben in einer Bruttoabrechnung kein Netto mehr habe. Also ich habe ihn dadurch schon benachteiligt, findet er als bilanzierter, staatlich geprüfter Bilanzbuchhalter. Entschuldigung. So offenbart sich das mir. Und zum Zweiten bin ich viel zu teuer, weil das kriegt er viel günstiger. Okay, ja, dann machen wir es anders. Dann soll er die Teile organisieren. Ich habe ihm eine Mail geschickt. Okay, dann schau dich um. Und einen 5-fach-Verteiler mit Power-Ethernet, der aktiv läuft, kriegst du für 30 Euro.
Ja, dann ruft er mich mal an. Sollte man nicht eher eine Fritzbox 4040 nehmen, die schon dort war? Weil kannst du ja auch machen. Das geht mich nichts an. Ich investiere keine Zeit mehr in die Recherche. Wenn ich dafür nicht bezahlt werde, in meinem Artikelaufschlag ist ja schon die Recherche drin. Da sitze ich oft eine Stunde, zwei Stunden dran und schaue, was am besten passt. Interessant. So, ich bitte mich jetzt euch selber umschauen. Ich investiere keine Zeit mehr rein. Ich investiere nur Zeit und die mir nicht bezahlt wird. Also ich mache umsonst Arbeit, ich könnte Däumchen drehen, ich könnte Fernsehen, ich könnte hier Computerspiele spielen, super. Nein, kann ich nicht. Ich muss Sachen zusammensuchen, was wo am besten passt und werde dafür nicht mehr bezahlt. Wo sind wir denn? Seien wir nicht böse, wir sind Kapitalismus, da klappt das nicht. Ja, im Endeffekt hat der Kunde, da haben wir uns vereinbart, war letzte Woche, Ende letzte Woche, er organisiert sich einen Verteiler. Ich gehe davon aus, ein Fünffachverteiler, ganz normal, mit aktiv, also mit Stromstecker dran und dass er halt Strom über die Leitung rausgibt, wenn er es denn sein muss. Ging vielleicht von der 4040er Fritzbox aus, sagen wir, okay, ich hätte 30 Euro aufgerechnet für so einen Standard-Router. Ich gehe mal davon aus, er ging es, von Switch natürlich, ich ging es davon aus, dass wahrscheinlich er 190 Euro davon ausging, dass ich mir das hinstellen möchte. Wo ich auch mehrfach auch geschrieben, per E-Mail auch betont hatte, das ist ein Leihgerät, das ist mich zurück, das ist jetzt, wenn ich das kaputt mache, kostet das 190 Euro. Das hätte mir schon mehr gekostet, als im Einkauf das wäre. Ja, ich habe 198 Euro, glaube ich, war das Netto-Einkauf bei mir, ohne Steuer. Also irgendwas bei 220 Euro um den Dreh, 225 Euro hat mir das gekostet. Und 90, wenn das kaputt machen, weil ich schon öfter im Betrieb gehabt habe, bei Kunden. Als Notgerät, als Ersatzgerät. Ja, was macht er? Ich komme, jetzt haben wir gesagt, okay, ich warte jetzt eine Woche und ich komme am Freitag wieder. Ihr organisiert euch irgendwas, ich tausche den meinen Leihrouter gegen euren aus, den ihr dann organisiert habt, egal welcher das ist, ist ja egal, und baue den ein. So, jetzt sehe ich da, voller Vorfreude komme ich rein. Ich hatte ja auch die alte Fritzbox noch mit, die auch Fehler verursacht, und die habe ich jetzt mitgenommen, habe ich dort gelassen. Haben sie genau den vermeintlich gleichen Switch, wie ich hatte, haben sie da eine Schachtel hingestellt. Und die Rechnung dazu, 40 Euro netto. Also 55, 60 Euro ungefähr mit 20% Steuer. So, als wenn ich mir zeigen möchte, oh, das kostet auch nur 60. Von dem Anbieter gibt es drei Varianten. Es gibt die Heimanwender-Variante, es gibt die Profi-Variante für Firmen und die Enterprise für ganz große Enterprise-Betriebe. Meine Variante war die Profi-Variante für Serveranlagen, die stabilisierte Netzwerksignale macht. Wenn Überspannung kommt, schluckt das Gerät das. Mein Gerät hat eine Tiefe von 30 cm. Seins hat 15. Da fehlt sicher nichts, ne? Ich hatte einen Adapter mit, was war das? Lass mich raten, ne? Ein relativ großer Adapter, ich muss das nachschauen. Ich kann jetzt die Voltzahl nicht sagen, es war fast das Doppelte an Voltzahl, was mein Adapter hatte. Gegenüber dem, was er hatte. Und das ist nicht, wenn die Version so alt war von mir. Mein Gerät ist halt auf der Profi-Schiene ausgerichtet gewesen. Das kostet einfach mal 200 Euro. Das kriegst du auch nicht auf Amazon. Das kriegst du gar nicht zu kaufen, wenn der Anbieter sagt, das dürfen die dort nicht verkaufen. Unter Strafe nicht. Das kriegst du nur als Fachhändler. Es ist so, als wenn ich zum Saturn Mediamarkt gehe und mir einen Fernseher anschaue und den gleichen Fernseher sehe ich mir beim Elektriker an. Der Elektriker kostet aber 40% mehr. Warum kostet der Fernseher beim Elektriker 40% mehr? Ist genau derselbe Typ. Nur dann, wenn man den ein bisschen probiert im Geschäft, wenn man das kann. Stell mir fest, okay, der kann nur ein Bild im Bild und nicht vier. Oh, und der hat kein VPS-System drin, der andere schon. Darum kostet der ganz genau gleiche Typ einfach mehr. Das ist der Fachhandel. Der hat andere Geräte mit exakt gleichen Bezeichnungen. Das hat aber der Kollege auch nicht verstanden. Im Endeffekt läuft es darauf hin, wo ich es gesagt habe, ich möchte euch nicht mehr betreuen. Ich habe die komplette Firma fallen gelassen, weil auch der Gewinn, ich kann es ja offen sagen, nach 13, 14 Jahren 15.000 Euro nicht überschritten hat. Das war der Umsatz in 15 Jahren. So, das waren so um die 100 Euro vielleicht Umsatz. Umsatz, nicht Gewinn. Pro Monat quasi, wenn man so möchte. Ja, pro Monat. Um den Dreh, keine 100 Euro. Und, ja, was sagt ihr dazu? Ärgert nur ich mich bei sowas? Gibt es bei euch noch Fachhändler, die mir vielleicht zuschauen, was das genauso geht? Ja, wo die Kunden alles besser wissen? Ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe sowieso keine Werbeeinnahmen damit. Scheiß drauf hier. Und wo ich sage, okay, dann sucht euch einen anderen. Ich betreue euch einfach nicht mehr. Dann geht woanders hin, der euch eine Nettorechnung bringt und der euch bessere Preise macht, der auch bei Amazon kauft und beim billigsten Anbieter nicht Qualität, sondern Quantität kauft. Ich habe das auch per E-Mail dann nochmal festgehalten an den Oberchef und auch an alle nochmal geschickt von den Mitarbeitern. Das waren ja gerade nur 4-5 Plätze. Ich sage, ja, dann sucht ihr bitte einen anderen. Interessiert mich nicht mehr. Überreagiere ich da oder denke ich mir,
Oder fühle nur ich mich jetzt ausgenutzt seit 15 Jahren und denke, okay, natürlich habe ich mich da eingeladen zu irgendwelchen Festen von der Firma auch, Weihnachten etc., war ja ganz nett. Wo man denke, das ist aber eher so alibimäßig. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Oder gehabt? Seht euch das auch? Was macht ihr bei sowas? Also ich habe jetzt gesagt, ich ziehe die Reißleine. Solche Kunden betreue ich nicht mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare reinschreibt, was ihr davon haltet. Gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn ihr sagt, okay, das ist vollständig verrückter Mike. Gerne einen Kommentar unten rein. Glocke, wenn ihr wollt, nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt hier. In nächster Zeit gibt es wahrscheinlich, wie gesagt, kurze Vorschau von Enderal, möchte ich hier ein Hörbuch aufnehmen. Nur habe ich gerade Probleme mit dem neuen Mikrofon, weil das so einen starken Hall und Nebengeräusche hat. Ich arbeite noch dran, irgendwie das wegzukriegen. Ansonsten könnte es vielleicht so einen Excel-Grundkurs geben, um irgendeine Einführung zu zeigen, wie Excel per se funktioniert. Für alle, die das vielleicht bisher noch nicht wussten, um ein bisschen mehr in die Basics zurückzugehen. Und ja, ich freue mich drauf, was ihr für Kommentare schreibt. In dem Sinne, danke fürs Dranbleiben. Bis dann, euer Mike.